Moin moin Freunde und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Far Cry 5. Könntest du mir aufhören zu blasen bitte? Und mit dem guten Dirk. Leute und herzlich willkommen zu einer erneuten Folge Far Cry. Was spielen wir? 7, 8, 5? 3,5. Dreieinviertel? Ja, absolut. Wenn dein Penis genauso lang ist wie deine Haare, ne? Dann Prostmahlzeit, dann hast du alles richtig gemacht. Absolut. Ja, Freunde, und damit jetzt nochmal eine ganz kleine Ankündigung, die wir an dieser Stelle erstmal raushauen müssen. Erstmal sorry, dass jetzt lange Zeit nichts kam und dass auch eine Folge ziemlich lost war. Ne, mein Lieber? Mhm. Hatte damit zu tun, dass der Dirk verschwitzt hat, A, seine Folge zu bringen und B, bei ihm jetzt das zeitliche Kontingent noch ein wenig knapper geworden ist als so schon. Was heißt, wir müssen an der Stelle ein, zwei kleine Änderungen ankündigen. Das eine ist, dass jetzt die Folgen nur noch mehr bei mir kommen werden, weil richtig. Du schaffst es zeitlich nicht mehr, oder? Ich schaffe das leider zeitlich nicht mehr. Ich kann das nur kurz erklären, warum. Ich bin ja jetzt hier nicht mehr, also bald nicht mehr aktiv bei Malte, seinem FIFA-Club, wo wir uns sehen. Das heißt, ich glaube, die Zeit, wo wir uns sehen, wird sich nicht unbedingt großartig verändern, aber schon doch ein bisschen einschränken. Und ich habe jetzt eine Freundin, wie das so ist mit einer Freundin, die mag das nicht so, wenn man dann so oft am PC hängt und bla. Den Luxus haben alle ja nicht. Alle über 16 von euch, die wissen, was ich meine, ne? Wo wir wieder bei, na egal. Wo wir bei dem Thema waren. Genau, richtig. Ja, also nimmt mir das nicht übel. Ich habe auch für Stream und sowas keine Zeit momentan. Und ja, auch wenn ich von Arbeit komme, will ich meine Zeit dann nicht dafür nutzen. Abends zum Beispiel nach dem Spätdienst bin ich 22.30 Uhr zu Hause, dann irgendwie noch ein Video zu schneiden, weil da will ich einfach mit meinen Jungs ein bisschen bolzen und irgendwas zocken und dann einfach ins Bett gehen. Ich schaff's einfach momentan gerade nicht. Also wahrscheinlich auch auf längere Zeit werde ich das nicht schaffen können. Tut mir natürlich leid, allerdings haben wir uns jetzt überlegt, dass wir das alles beim Malte bringen. Er fand das so in Ordnung. Und, da dafür muss ich jetzt kriegt mal, ihr euren Content. Ja, da muss ich mal ganz kurz anschließen. Logischerweise, dadurch, dass mir jetzt sozusagen dann Dirk als Schnittpartner quasi fehlt, der dann mir eine Folge abnimmt, heißt das natürlich, dass ich dementsprechend die Mehrarbeit habe, beziehungsweise ich aber mich nicht zweiteilen kann. Das heißt, logischerweise, also Far Cry 5 war so schon rar gesät und es wird auch rar gesät bleiben. Das kann ich euch jetzt tatsächlich auch schon so direkt bestätigen. Also da will ich tatsächlich nicht jetzt aufgrund dessen, dass mir Dirk jetzt hier fehlt als Schnittpartner, dadurch jetzt irgendwie großartig schneller werden. Gut, das also dazu. Haben wir jetzt alles an Ankündigung raus, was wir raushauen wollten? Ja. Gut, ja. Dann ja. Ist jetzt die Frage, wo sind wir denn stehen geblieben? Denn unsere letzte Aufnahmesession... Keine Ahnung. Lass mal ganz kurz überlegen, die ist wie lange her? 6 Wochen? Ja, locker ich glaube, über einen Monat auf jeden Fall. Ich glaube 6 Wochen sind's. Und das ist ein Schwengel noch am Start. Lass erstmal hier alles annehmen, fix. Und dann werden wir schon wieder reinfuchsen. Na, wir haben das letzte Gebiet doch gemeistert und sind hier... Ja, genau, richtig. Oder? Das weiß ich auch noch, genau. Das ist das, was ich wusste und jetzt... Wir müssen reden. Wir müssen reden, na dann. Die Sache ist die, ich will diesen Piratensender ans Laufen kriegen, um die Moral der Truppe aufzubauen, Leute auf unsere Seite zu ziehen, du weißt schon. Und bevor dir irgendeiner irgendeinen Scheiß erzählt, ja, ich stehe auf Vinyl. Aber nenn mich bloß nicht Hipster. Mich erwischt keiner mit einem Man-Bun in einer Smoothie-Bar. Unser Signal kommt nicht durch, aber Tammy arbeitet dran. Und ich dachte mir, bis dahin stelle ich schon mal eine Playlist zusammen. Ich habe ein paar alte Platten von Eli, aber ich könnte noch mehr gebrauchen. Falls du also über Vinylalben stolperst, dann bring sie zu mir. Sobald Tammy das Signal entstört hat, sendet DJ Wheaty rund um die Uhr. Ich hoffe, du bist bereit dafür. Na wunderbar. Also Bock auf den Disc-Jockey. Also Bock auf den Piratensender oder das Radesender habe ich auch schon mal gehabt. Ja? Wenn ich so voll der reiche YouTuber bin, der einfach nichts mehr in seinem Leben zu tun hat und machen kann, dann was er will. Dann gibst du mir die Hälfte ab erstmal. Wo ist der Baseballschläger? Dann machst du den Piratensender. Ja, dann kann ich mich mal an so Sachen wie Radio versuchen. Finde ich eigentlich mega geil. Könntest du mal das Messer nehmen und dir die Haare schneiden? Das wäre wahrscheinlich. Okay, ist egal. Jetzt, weißt du eigentlich, dass ich jetzt mittlerweile. Was? Hast du mal Zeit? Okay. Weißt du eigentlich, dass ich mittlerweile jetzt fast ähnlich lange Haare habe wie hier im Game? Wirklich? Ja, so schlimm? So lang sind sie ja nicht. Ich musste ja ein bisschen umfrisieren mittlerweile. Oh je. Hat mein Kumpel übrigens auch gemacht. Das sieht einfach aus wie so ein misshandelter Maulwurf irgendwie. Hinten so halbwegs irgendwie rasiert, dann ist noch übelst viel dort, übelst viel weg. Da trägt jetzt einfach nur noch Basecap. Ich hab gesagt, das hättest du auch vorher machen können, hättest du dir nicht die Haare misshandeln müssen. Ja, ist egal, komm, wir müssen voran. Okay, ja, alles gut. Ich hab eine Aufgabe für dich. Erinnerst du dich ans Grandview Hotel? Das Drecksloch, aus dem wir dich geholt haben? Oh ja. Du musst wieder hin. Nee! Jacob hat sich ein Whitetail namens Briggs geschnappt und versucht, ihm das Hirn weich zu kochen, so wie dir.
Er hofft wohl, dass Briggs die Wolfstan verrät. Ich glaube nicht, dass er so lange durchhält wie du. Und wenn er unsere Position verrät, war's das. Also müssen wir schnell sein. Ja. Einige hier glauben, dass es das Schlauste wäre, ihn einfach zu töten. Aber wenn wir anfangen, unsere eigenen Leute zu töten, um uns selbst zu retten, sind wir nicht besser als Jacob. Da mache ich nicht mit. Stattdessen machen wir Folgendes. Huiti hat ein kleines Dekonditionierungspaket zusammengemischt. Haben wir auch bei dir genutzt. Tausche es einfach gegen das Band aus, das in Briggs Raum läuft. Und dann werden wir sehen, was passiert. Wenn alles gut läuft, kommt unser Junge wieder zurück zur Erde. Das ist eine geile Idee. Das entscheiden wir, wenn es soweit ist. Alles klar. Scheint auch was sehr Schnelles zu sein, was wir machen müssen. Also das hat jetzt ein bisschen Eile anscheinend. Das ist eine Story. Jo. Ja, dann machen wir das. Von Story her ist jetzt... Warte, wir erstmal gucken. Haben wir noch was zum Annehmen? Nein. Nehmen. 40 Silberbahnen. Benutze sie im Shop-Menü. Aber da kann man sich dann Sachen kaufen. Hast du die gefunden? Irgendwo, alles klar. Danke. Ja, also hier waren die. Dort. Nö. Hast du wahrscheinlich schon mitgenommen. Ja, muss ich irgendwann mal eingesackt haben. Und mir nichts gesagt. Super, Malte. Ach, keine Ahnung. Ja, ach komm. Mit dir spielen, das ist eine Last. Nee, ich glaube, wir können nichts mehr annehmen. Okay, dann gehen wir raus und dann gucken wir erstmal, was wir machen. Jo. So, vor uns habe ich das so richtig gut gefunden. Jetzt, keine Ahnung, wo geht es jetzt denn hier raus? 2,50 Jahre rumrennen, das geht immer. Hier ist eine Leiter. Bist du denn hier 5 Ausgänge oder was? Natürlich. Kein neues Geheimversteck ohne Ausgang B, C und D. M sagt mir, Klatsch Nixon wäre oben links und Funkstille. Hätten wir 2 Missionen aufeinander. Wo oben links? Ach hier. Klatsch Nixon und Funkstille. Ist die Frage, was wollen wir zuerst machen? Der alte Klatsch Nixon geht doch immer. Gleich mal zum Reinstarten, Klatsch Nixon. Okay, 750 Meter. Alles klar. Wo müssen wir hin? Ach, ich hab's vermisst. Ich hab's wirklich vermisst. Ich hab die Grafik auch total vermisst. Guck dir das einfach mal an, ey. Ah, nice. Bombastisch. Cool, wir sind natürlich auch ein fahrbarer Untersatz. Aber, oder erstmal überhaupt irgendwie hochkommen. Wir müssen ja irgendwie voll auf dem Berg hier. Auf dem Berg? Oder auf dem Berg? Ich höre ein Auto. Ja. Das ist weg. Scheiße. Rechts ist ein Auto. Ja, das. Und links. Ah, links, das sieht gut aus. Das nehmen wir. Da haben wir erstmal einen Transporter. Hab gehört, den nehmen wir. Hab ihn. Entspannt bleiben. So, mal kurz reingucken. Was hat der Kollege zu bieten? Interagieren. Hey, ich bin nicht plattrollen. Ach Gott. Nee, das bringt uns nichts. Das ist wieder nichts Schallgedämpftes. Was ist denn das? Ein MG oder was? Oh. Hier ist Action Satisfaction, Malte. Ja. Ach so, oh Gott, du hast ja ganz richtig da. Oh, fuck it. Was? Bist du tot? Nee. Wieso kann ich nicht die Waffe nehmen hier? Da würde ich mal kurz hier reinrasieren. Ups. Okay, bist du tot? Ja, ich liege gerade hier. Lässt sich auf der Straße. Ganz alles schön. Klar, komm mal hoch. Bruder. Alles klar. Ist der Kollege tot? Ins Auto. Ja, ja. Gut. Ja, gut, dann ab in welches Auto? Hier links, rechts. Ach, hier ist es, okay. Oh ja, Mustang. Och, ist da eine Luft da drinne. Gleich viel besser. Das deprimiert mich ja jedes Mal, ne? Der wird auch nicht alt. Absolut nicht. Was ist denn hier? Lagerfeuer? Ich glaube eher ein paar Leute, die was gegen Lagerfeuer haben. Also müssen wir ein Grizzly machen. Ah, Grizzlybär. Grizzlybär! Das Grandview liegt in nördlicher Richtung. Ich beobachte dich. Los geht's. Boah, ich freue mich voll auf den Klatschnixen jetzt, ne? Ich bin gespannt, was er diesmal von uns hat. Also oben hoch auf dem Berg, das riecht nach irgendwas mit Fallschirm. Ja, Wingsuit, ja genau. Denke auch. Oder ein Flugzeug, das geht auch wieder mal. Aber kann es sein, dass wir uns gerade davon entfernen? Ich fahre einfach ich folge dem Pfeil. Ops, das ist ein Schaf. Ja, 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 ja. Ja, ja! Aber du hast einen Führerschein, ne? Ja, tatsächlich. Hast du den aus der Wendy? Nee, ich habe im Lotto gewonnen.
Zusammen mit so ein Jahresgutschein für Milka Schokolade. Nee, ist tatsächlich. Du das letzte Mal weggehauen hast über den Witz mit der Wendy. Ja, da hat mir Dicky letzte Woche übel erwischt mit. Ja, der war tatsächlich richtig stark. Aus der Wendy! Ja, tatsächlich, also man sollte mich in Real Life nicht unbedingt blitzen, also ich hoffe es zumindest. Also ich könnte sein, dass ich gelegentlich mal schneller fahre als erlaubt. Können sich das die Leute leisten bei euch im Dorf, Blitzer? Es gibt sie tatsächlich relativ selten. Also ich weiß, wenn sie blitzen, bei wo sie stehen. Von daher, also sind immer dieselben Orte, du kennst halt Dorfcops. Okay, Faulpelze. Ja, genau. Es gibt halt dann diese zwei, drei Hauptstraßen, dann stehen die und diese eine Bushaltestelle, wo Kinder einsteigen. Und so, da sagen sie halt moralisch, ne, da sollst du besser nicht rasen und da stellen sie sich dann hin und dann ist es gut, die Geschichte. Aber, oh. Hoppla. Naja, also da muss ich tatsächlich sagen, ja, ich gehöre ja tendenziell zu der Raser-Kategorie. Wie ist denn mit dir aus dem Führerschein? Wolltest du nicht da auch mal hinterher, hast du mal gesagt? Ja, ich habe die Theorie bestanden damals. Und dann saß ich das erste Mal vor dem Lenkrad und hatte eine Panikattacke. Wie? Ich habe tatsächlich Angst vorm Fahren. Du hast Angst vorm Autofahren? Ja. Es gibt nichts Geileres, Alter. Also, gut, ist natürlich... Mich hat auch geärgert, vor allem das Geld. Ja, also, eine Panikattacke ist natürlich nicht zu scherzen, ist klar, aber... So, das ist. Irgendwann also von der Herangehensweise ist das einfach, keine Ahnung, da setze ich mich dann. Ja gut, ich kann mich ja schlecht lässt sich neben dir setzen, wenn du noch keinen Lappen hast, aber. Wobei, ja gut, schwarzen Hinterland geht immer. Vom so Emsland. Genau, das ist ich bin auch so schon gefahren und es hat nicht wirklich funktionieren wollen. Also, ich hab da irgendwie. Kriege ich Schiss, keine Ahnung. Weiß nicht, wie ich das jetzt sagen soll. Aber irgendwann probiere ich das nochmal, aber ich habe erstmal abgedankt damit. Ärgerlich war halt das Geld, ne? Wir haben ja. Die ganze Theoriestunden gemacht und bla, Medi-Scheiß-Schein. Deswegen muss ich ja tatsächlich sagen, bei mir war das ganz geil. Wir hatten das nämlich so gehabt, dass wir halt Theorie und Praxis parallel hatten. Das heißt, also ich glaube, ich hatte nach der vierten, fünften Stunde Theorie halt dann meine erste Praxisstunde. Malte, hier ist ein Point. Das habe ich nicht gewusst. Pass auf, dass sie hier nicht in Alarm holen. Darf ich jetzt mal ganz kurz mal eben meine Waffe? Ich bin tot. Ja, das war wieder so eine typische Malte-Aktion. Ja, keine Ahnung, dass hier was ist. Nee! Ah, gefährlich! Ja, du hast überall geschossen. Alles gut. Ich habe ein bisschen Zeit. Ich habe gerade ein, zwei Leute aus dem Weg geräumt, um erstmal zu dir zu kommen, aber das war, glaube ich, nicht die beste Idee. Die haben Alarm gedrückt! Nein, Verstärkung ist auf dem Weg! Malte! In Deckung! Das Engus Maximus! No Money! Was? No Money? Scheiße. No Munition! Ach du Aber verschossen Digga. Alles! Aber ich hab einen neuen Freund gefunden hier. Oh, ich sehe es. So. Aus dem Westen, ich hoffe, die kommen von hier. Kommt hier gerade ein Flugzeug? Oh! Oh, alles klar, du hast eine kleine Crew gefunden. Ja, war das jetzt die Verstärkung? Ja, ich hoffe's. Von irgendwo krieg ich noch Feuer. Ja, keine Ahnung, was hier. Sekunde. Ah! Helikopter sind auf dem Weg! Wie jetzt? Helikopter sind auf dem Weg. Ah, Helikopter! Oh, ich will mal an, du hast ihn erwischt. Mhm. Ach, da kommt zum Feuer. Ja gut, willst du dich mal hier hinstellen? Ja, warum nicht? Wobei, scheint es relativ entspannt zu sein. Ha, wenn du an dem Ding bist schon. Dark, okay. Pinko Radarstation befreit. Alles geplant. Einfach mal reingefahren. Wie ein Wahnsinniger. Ich dachte, keine Ahnung, falls du klappst, nix und gut ist das Ding. Entschuldige. Wusste ich ja. Wie nicht. Ein Bekloppter einfach da reingekracht. Ich habe die Religion gewechselt. Bin da einfach mal rein. So, okay. So, Klatschnixen, haben wir die Zeit noch? 5 Minuten, wir können es zumindest anhören, wenn wir es nicht allzu scheiße anstehen, schaffen wir es vielleicht sogar. Wir könnten auch jetzt hier einfach den Auftrag noch annehmen. Warte.
Ja. Wir können jetzt auch einfach hier mit der Alten quatschen, dann hören wir ein bisschen früher auf und machen der nächsten Mission ein bisschen länger und machen dafür zwei Missionen. Klatsch nächsten und die andere. Hey, hast na, du gut. eine Sekunde? Ja, komm, dann hören wir an, bis sie altes Lappen hat. Okay. Die Radarstation zu übernehmen war eine reife Leistung, aber es ist noch nicht vorbei. Es sieht aus, als würden sie immer noch Daten von hier senden. Der schnellste Weg, das abzustellen, ist, ihre Satellitenschüsseln zu zerstören. Ich bin ziemlich sicher, dass ich drei Schüsseln? Davon auf den Dächern in der Gegend gesehen habe. Hast du gerade gehört? Ein bisschen Sprengstoff und jag sie hoch. Und beeil dich. Die wissen bestimmt schon, dass wir hier sind. Hat die gerade Sisseln gesagt? Konntet ihr das nicht aussprechen? Es gibt auch Leute, die sind einfach halt nicht dafür gemacht. Ja, mein Halbbruder kann zum Beispiel Schlüssel nicht aussprechen. Da kommt immer Schüssel raus. Da sind sie auch schön. So, drei Radarbums-Dinger. Ja, dann würde ich sagen, sind die hier in der Nähe? Knallen wir die weg. Ja, die müssen irgendwo in der Nähe sein. Ja, gut. Ja gut, aber wo war ein Doppelschuss. Da habe ich ganz gut Arbeit geleistet, wie ich tatsächlich mal. Ach hier, Dirk. Ich habe, was ist? Also zwei davon habe ich. Aber irgendwie kriegen wir dauernd jetzt gerade ein bisschen Stress von hinten. Da ist ein Helikopter. Ach du Scheiße. Oh, den habe ich, habe ich. Ja. Denn hier dann. Ja, oh, da ist noch einer. Das liegt daran, dass die Satellitendinger uns orten können. Ich guck mal, dass ich jetzt erstmal hochkomme und einen zerstöre von den Drecksteilen. Ja, mach die mal tot. Komm jetzt mal da hoch, ist die Frage hier. Ja. So. Nein, Handfeuerwaffen wäre mir ganz lieb. Damit könnte ich das wahrscheinlich am besten machen. Genau, du hast da eine. Dirk, du hast da eine, ne? Ja. Ach so. Du bist gerade dabei. Alles klar, 12 Meter. Wie komme ich hier noch weiter hoch? Einen habe ich. Ja, ich muss noch irgendwie den Aufgang suchen. 13 Meter. Ja, irgendwie muss ich doch noch hier hochgehen. Hier außen. Ah, hier. Okay, so, da haben wir es. So, kann ich jetzt irgendwie... wie mache ich das Ding dann kaputt? Vielleicht damit? Ah ja. Ich hab's. Gut. Ja, ich habe auch einen hier vorne. Was ist denn hier los? Warum gibt's denn keine den Dauerbeschuss jetzt hier? Wir müssen Randale haben. Alle Mann, zurückfallen! Alter. Was kriegen wir das jetzt? Oh Gott, da ist ja ein Heli. Alter, wie ich es hier. Alter, ich bin totally verwirrt hier. Absolut. Das war gerade ein bisschen viel für mich. Keine Ahnung, wir chillen hier ganz gemächlich und kriegen nur Stress. Aber ich glaube, wir haben. Hier ist noch eine Mission. Wollen wir die noch annehmen? Ja, nehmen wir noch an. Bo Adams. Okay, das haben wir noch. Ja, dann. Ne? Ja, gut, okay. Das heißt, nächstes Mal klatscht Nixon und die andere Geschichte hier. Okay, ja, alles klar. Ihr merkt schon, ich bin etwas verwirrt. Aber ist okay, ja, ist okay. Tito. Lassen wir so stehen. Wir haben heute wieder ein bisschen was übers Fahren und Führerschein und so gelernt. Das können wir im Gespräch mal demnächst fortsetzen, wenn wir wieder was haben. So gelernt. Ja, ja. Lost. Oh, komm mal her, verabschiede dich mal hier, das ist eine üst geile Aussicht. Wir werden nie vergessen. Wo bist du da vorne? Ja, Sekunde. Oh, Legumio, ey, geil, ey. Sekunde, ich habe wieder Klatsch Nixon, Hals Matt da vorne. Scheiß Partymocke. Oh, Junge. Oh, yeah. Das ist gut. Hätten wir als Thumbnail nehmen können. Das ist eine geile Aussicht. Oh, Jungs. Siehst du da, wo der Rauch ist, dort vor uns? Ja. Da ist noch eine Station hier. Also überall, wo Rauch ist, sind so, wie, wo du jetzt gerade reingekracht bist, die wir noch erobern müssen. Gut zu wissen, auf jeden Fall. Gut, alles klar. Gut, dann würde ich sagen, war's von unserer Seite aus. Ich bedanke mich herzlich bei euch fürs Zusehen. Wir sehen uns dann bei dem nächsten Mal wieder zur nächsten Folge. Also mit dieser schönen Aussicht sind wir raus. Dann also Klatschnixen plus mindestens noch eine weitere Mission, je nachdem, wie viel wir Anläufe brauchen. Ihr kennt das ja. Und dementsprechend dann würde ich sagen, war's das. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao. Ciao. Hat dir das Video gefallen und würdest du gern mehr von sehen? Oder schwirren dir noch unzählige Projekte im Kopf rum, die wir mal machen sollen? Leider ist das für uns momentan alles nur sehr schwer umzusetzen.
da YouTube nur ein Nebenjob für uns ist. Jedoch, was nicht ist, kann sich ja noch ändern und das schon ab 1 Euro pro Monat. Das ist jetzt auf den ersten Blick nicht viel Geld, aber wenn bereits jetzt jeder Abonnent uns diesen 1 Euro geben würde, können wir YouTube bereits Hauptprofi umsetzen. Wenn wir und der Kanal dir also am Herzen liegen, überleg doch vielleicht, ob du nicht auch wie diese Leute ebenso ein Kanalmitglied werden möchtest, damit auch wir bald unseren Traum von YouTube zu leben Realität werden lassen können.